KI hat eine große Bedeutung für die Medizin und wird eine immer wichtigere Rolle in der Medizin einnehmen. KI-Algorithmen sind besonders gut darin, komplexe Beziehungen zwischen medizinischen Daten auf der einen Seite und komplexen Phänotypen, wie zum Beispiel Erkrankungen, auf der anderen Seite zu lernen und werden zum Beispiel für die Diagnostik von Erkrankungen eingesetzt. Es gibt ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten von KI in der Medizin, vor allem im Bereich der Diagnostik. KI wird immer dann eingesetzt, wenn man große Datenmengen hat, die man gerne auswerten möchte. Und gerade in der Medizin gibt es eben ganz viele unterschiedliche Daten. Es gibt Labordaten, es gibt klinische Daten, es gibt Bilddaten und diese kann man eben zum Beispiel mit KI-Algorithmen auswerten. Ein ganz spannendes Gebiet ist auch die Hirnforschung, die man zum Beispiel hier im Berliner Medizinhistorischen Museum gerade bewundern kann. Beim Einsatz von KI in der Medizin sind insbesondere auch ethische Aspekte zu beachten. Man muss zum Beispiel schauen, ob ein Algorithmus fair ist, also ob er gleich gut für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen funktioniert, also zum Beispiel gleich gut für Frauen und für Männer oder für Menschen in unterschiedlichen Altersgruppen. Man muss aber auch schauen, ob die Entscheidungen eines KI-Systems nachvollziehbar sind, also ob der Arzt oder die Ärztin oder der Patient und die Patientin diese Entscheidung eigentlich nachvollziehen können. Ärztinnen und Ärzte, die KI-Anwendungen in ihrer Praxis anwenden wollen, müssen nicht Mathematik und Informatik studieren, um KI-Systeme bis ins letzte Detail zu verstehen, aber sie sollten bestimmte Grundkonzepte von KI kennen. Dr. Med KI ist ein Podcast und ein Online-Lernprogramm, das ich gemeinsam mit dem KI-Campus entwickelt habe. Wir schauen uns die Grundlagen von KI in der Medizin an. Was ist überhaupt KI? Was ist maschinelles Lernen? Was ist Deep Learning? Was sind die Unterschiede davon? Dann geht es aber auch um Anwendung von KI in der Medizin. Hierzu interviewen wir Expertinnen und Experten zu ihren KI-Anwendungen in der Medizin. Wir sprechen hier insbesondere auch über Herausforderungen und wir beschäftigen uns auch mit ethischen Aspekten von der Anwendung von KI in der Medizin. Dr. Med KI ist frei verfügbar und kann runtergeladen werden über die gängigen Podcast-Anbieter. Man kann sich aber auch auf der KI-Campus-Seite einloggen und das Online-Lernprogramm Dr. Med KI machen. Da werden bestimmte Aspekte noch wesentlich besser illustriert und man kann auch Quizze machen und es ist deutlich interaktiver und es kann sogar in der Weiterbildung genutzt werden. Der KI-Campus bietet der Charité die Möglichkeit, neue und innovative Lernformate zu entwickeln und in der Lehre einzusetzen, aber auch darüber hinaus KI-Anwendungen in der Medizin an der Charité einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hochschulen sollten sich am KI-Campus beteiligen, da der KI-Campus ein großartiges Vorhaben ist und einzigartig in seiner Mission, KI-Kompetenzen der breiten Öffentlichkeit, aber eben auch Studierenden zu vermitteln. Die Lernangebote des KI-Campus sind hochwertig produziert, innovativ und machen den Studierenden viel Spaß. KI-Kompetenzen werden immer wichtiger in ganz unterschiedlichen Bereichen und natürlich auch für die Region Berlin-Brandenburg. Der KI-Campus bietet eine tolle Möglichkeit, sich zu vernetzen und gemeinsam in die KI-Ausbildung zu investieren und Lernformate zu entwickeln, die dann innerhalb von Berlin-Brandenburg auch von ganz unterschiedlichen Akteuren genutzt werden können. Ja, ich finde die Zusammenarbeit mit dem KI-Campus großartig. Das Team ist wahnsinnig nett, sehr unterstützend und ich bin sehr, sehr dankbar für die Zusammenarbeit.